Scheiße. Könnt ihr mal die anderen rufen, bitte? Warte schon, ob ich mein anderes Zimmer neue. Der goldene Brief bedeutet meistens immer ein Casting oder eine Challenge. Hallo, liebe Models. Es ist wieder soweit. Ein Casting steht an. Und zwar für NYX Professional Make-up. Alle Models, die einen Callsheet erhalten, sind zum Casting eingeladen. Eure Casting-Look sollte eure Persönlichkeit widerspiegeln. Also ich muss schon sagen, ich habe sehr gehofft, dass bei dem Casting von NYX Cosmetics, dass da mein Name auch dabei ist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, war ich mir schon sehr unsicher, als ich Cosmetics gehört habe, weil ich schminke mich nicht. Ich habe keinen Plan von, ich weiß nicht mehr, wie das Teil heißt, also was das angeht, wo man hier irgendwie halt so hier hochkämmt, so ein Kamm, wahrscheinlich so ein Augenbrauenkamm oder sowas, oder was man auf die Wimpern macht oder unter die Augen macht oder generell, wie man sich schminkt. Ich wüsste nicht mehr, wie ich schminken soll oder was ich jetzt hier, wie ich hier irgendwas machen soll, dass es gut aussieht. Und noch etwas. Wer sich den Job sichert, muss nicht mehr zur Entscheidung antreten und ist damit eine Runde weiter. Ja, die, die den Job dann kriegen, die sind automatisch weiter. Und das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der Torte. Also strengt euch an. Alle anderen Models genießen den Tag im Penthouse. Bis bald, eure Heidi. Bitte mein Name, bitte mein Name, bitte mein Name. Khadija? Nein. Dominik? Lea? Armin? Nein. Fabienne? Nein, Fabienne, nein. Grace? Jermaine? Marvin? Ja, das war's. Ich benutze tatsächlich auch die Produkte von NYX Cosmetics regelmäßig. Deswegen wäre ich, glaube ich, ein ganz guter Fit gewesen. Und dann habe ich auch gehört, dass Armin dabei ist. Und ich dachte mir so, ach, der Junge hat nichts mit Make-up am Hut. So. Also ich werde jetzt noch mal Zähne putzen auf jeden Fall. Ansonsten gehe ich da einfach locker rein, versuche authentisch zu sein und einfach so mit meiner Art und Weise zu überzeugen. Und genau darauf kommt es beim heutigen Casting an. Durch den jeweiligen Look soll die individuelle Persönlichkeit meiner Models deutlich werden. Letzte Woche lief ja super bei mir mit First Face und Last Face bei den Shows. Wenn ich jetzt den Job natürlich bekommen könnte, würde so das weiter stetig aufgehen. Wenn man halt an Dominik denkt, dann denkt man vor allen Dingen an Lila. Ich habe erst überlegt, da mache ich vielleicht irgendwas Süßes, irgendeine süße Frisur oder so. Aber ich glaube, sie offen zu tragen und einfach so zu präsentieren, ist so das Schlauste. Also ich habe mir natürlich bei dem Outfit was gedacht. Ich wollte Cremetöne anziehen, weil das einfach meine Hautfarbe noch mehr zum Vorschein bringt. Und generell, das lässt mich einfach viel mehr strahlen. Dann noch die Perlen und es spiegelt mich irgendwie einfach wieder. Und so vorgenommen habe ich mir einfach ich zu sein und dem Kunden einfach zu zeigen, ey, ich bin Jermaine und ihr habt Bock, mit mir zusammenzuarbeiten. Der erste Eindruck ist bekanntlich wichtig. Was trägt man? Wie viel Make-up ist okay? Denn Kunden wollen den Körper der Models sehen und ihre natürliche Schönheit. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie das Casting laufen wird. Ich fühle mich so geehrt, überhaupt eingeladen worden zu sein. Ich bin Johanna Herfurtner. Ich bin General Managerin der Marke NYX Professional Make-up. Ja, und ich bin heute, wie ihr seht, nicht alleine hier. Ich habe auch noch zwei Special Guests mitgebracht, und zwar Benne und Erika. Erika, you go, girl. Hi, everyone. Hi. I am in the presence of beauty, handsomeness, and amazingness. You all look amazing. My name is Erika Gwen. I head up global artistry and community for NYX Professional Make-up. Hi, ich bin Benne. Ich bin einer von den Elevator Boys. Vielleicht kennt ihr mich noch vom letzten Jahr. Mit NYX Cosmetics zusammen und habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Message zu spreaden. Make-up has no gender, das ist mir persönlich sehr wichtig und ja, deswegen bin ich heute hier. Hi! NYX steht für Diversität und Inklusivität. Never retouched, egal welche Hautfarbe, egal welche Sexualität und egal welche Geschlechtsidentität. Never retouched bedeutet, wir benutzen wirklich gar kein Photoshop. Weil im Endeffekt geht es uns nur darum, dass die echte Persönlichkeit durchkommt und dass man sieht, wer die Person ist, die da vor der Kamera steht. Wir suchen zwei Kampagnengesichter für die allergrößte Augenbrauenkampagne, die wir bislang jemals hatten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich will den Job über alles.
Ich will diesen Job sehr und habe mir dann auch echt Druck gemacht. Ihr werdet nicht alleine vor der Kamera stehen, sondern gemeinsam mit der Drag Queen Miss Ivanka T. Irgendwie 90% der Medien, die ich konsumiere, hat mit Drag zu tun und somit auch mit Make-up. Aber ich habe nie dabei an mich selbst gedacht, obwohl ich es immer mal ausprobieren wollte. Und ich glaube, jetzt ist halt genau der richtige Zeitpunkt dafür, bei einem Casting für einer der größten Jobs. Also finde ich das auch eine schöne Message irgendwie halt so zu rüberbringen. Jetzt fängt es halt auch mal für mich an. Eure Challenge wird sein, ihr dreht ein 15 bis 20-sekündiges Video im Social Media Style. In dem Video soll es darum gehen, ihr macht eine Make-up-Transition. Aber nicht nur eine Make-up-Transition ist gesucht, sondern auch eine persönliche Transition. Wir wollen eure Story hören. Ihr könnt euch so Fragen stellen wie zum Beispiel, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heutzutage bin? Durch welche Veränderungen musste ich in meinem Leben durch? Das Ganze findet dann unter dem Thema statt. Let's fix this. Wir alle verdienen Model Bros. Augenbrauen so individuell wie du. Ihr habt jetzt eine Stunde Zeit. Habt ihr noch Fragen? Also wir machen ja so eine Transition quasi ohne Make-up und mit Make-up. Müssen wir uns selber schminken oder? Okay, das wird auf jeden Fall eine Challenge. Genau, das gehört mit dazu. Ich gebe mein Bestes. Alle, die eingeladen wurden, sind, was Make-up angeht, komplett drin in dem Game. Ich habe da nicht so viel mit zu tun. Ich nehme ein bisschen vielleicht für die Haut was, Hautcreme und das war's. Let's hear you, let's see you. Don't be nervous. We're really excited. Thank you. Good luck. I just expect for them first to have fun. And most importantly, I want to see the makeup. I want to see what they can do, how they can transform. Once you see my black mascara. Oh my God. Oh my God. Hi. Oh my God. So viele Ringlichter stehen. You guys. Hey, WE nimmt alles weg, Leute. Ey, das kenne ich sogar. Haben die das Fixing Spray? Oh, das ist immer ausverkauft. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, geile Challenge. Ich hab Bock. Ja. Und die haben einfach jeden Hautton. Das ist krass, ne? Wirklich. Wir hatten natürlich auch Zeitdruck, wir hatten nur eine Stunde. Und da muss ich sagen, war das erste Mal für mich auch so eine Drucksituation, wo ich gesagt habe, so, wie komme ich damit jetzt zurande? Ich habe dann letztendlich mir Hilfe geholt. Ich habe mir halt auch überlegt, dass ich irgendwie so, weißt du was, also es geht ja um Augenbrauen am Ende, dass ich so die halt so ein bisschen so mit Kleber so total wirr mache, als würde ich so gerade aufstehen, weißt du? Und dann irgendwie so, ich bin schlecht drauf und dann kann ich das auch mit dem Happy machen. Genau. Ist das schon Glue, oder? Ach, scheiße. Also ich habe dann versucht, wirklich so viel wie möglich selber mir auszudenken und zu machen, weil natürlich auch die Girls fertig werden müssen, auch die müssen ihr Video drehen. Letztendlich hat mir dann aber zum Glück noch die Fabienne geholfen. Ich würde jetzt am liebsten erstmal nur Glue machen und die halt so zerdellern und dann erst quasi erstmal komplett plain, so weißt du? Ja, wir können es ja machen. Dann muss ich mal unseren Kleber suchen, oder? Oder ist das der hier? Das ist Lipgloss. Oh. Armin, der war halt wirklich super hilflos. Es tat mir auch ein bisschen leid. Dann hat die Fabienne mir noch so einen kleinen blauen Touch aufgegeben, weil ich wollte meine blauen Augen betonen, dass man halt irgendeinen Unterschied sieht in der Transition. Aua. Entschuldigung. Alter, es tut voll weh. Es tut nicht weh. Ich weine. Ey, das ist perfekt. Ganz viel Liebe raus an die Fabienne. Sie hat mir da wirklich geholfen und deswegen bin ich dir da super dankbar. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, dass sie echt ein toller und liebevoller Mensch ist, der nicht nur an sich denkt, sondern auch an die anderen. NYX Cosmetics als potenziellen Kunden dann für mich zu haben, ist einfach so krank. Und dann halt auch noch ein Shoot so mit einer Drag Queen, die ich schon seit Jahren verfolge. Deswegen freue ich mich jetzt einfach. Ich habe schon einen gewissen Plan, was ich umsetzen möchte. Ich hoffe, das geht auch so in Erfüllung. Ach so, willst du erst? Nicht, dass ich dir jetzt reinquatsche. Nee, mach du zuerst. Ja, es ist ja eine Transition, deswegen habe ich mich jetzt direkt abgeschminkt. Ich werde jetzt einen Teil vorher drehen, dann mich schminken, dann nochmal wieder drehen, dann nochmal was anderes schminken und dann wieder drehen, damit man halt auch verschiedene Looks sieht. Deswegen direkt jetzt am Start und schon mal loslegen, ne? Nicht, dass wir zum Schluss keine Zeit mehr haben. Ja, genau. Hey guys, früher wurde ich oft als Junge bezeichnet. Markantes Gesicht, keine Brust, viele Augenbrauen und ich habe mich immer hinter Make-up versteckt, in etwa so.
Früher wurde ich gehänselt und ja, habe da unschöne Sachen gesagt bekommen. Und früher habe ich da nie was zu gesagt, habe es einfach so runtergeschluckt. War sehr traurig, hatte auch Momente, wo es mir wirklich schlecht ging und ich an mir selber gezweifelt habe. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, und dann habe ich halt eben kleine Brüste und eine größere Nase. So what? Also jeder hat irgendwie ein Merkmal am Körper, was vielleicht nicht dem Idealbild entspricht. Und ja, sollen sie reden, juckt mich nicht mehr. Also mir ist schon wichtig, halt meine feminine Seite zu zeigen. Die zeige ich ja sehr oft, das ist ja halt einfach mein Ding. Aber ich glaube, ich werde erst nach der Transition sprechen und dann meine Story erzählen. Und anfangs mehr eher so Körpersprache sprechen lassen. Fühlt ihr euch auch manchmal unselbstbewusst und seid ihr verunsichert wegen eurer Haut oder Imperfections? Wegen meiner Haut bin ich manchmal unselbstbewusst. Ich habe halt Verunsicherheiten und so. Und deshalb liebe ich auch Make-up, weil das macht mich sehr selbstbewusst. Ich möchte das heute rüberbringen. Just like that, but always be you. Das ist geil. Ja? Deine Augenbrauen sind geil. Why NYX? Why not? Ich interpretiere in dem Video so, dass ich mich damals so nicht getraut habe, Make-up zu tragen, weil andere, wie gesagt, meinten, ich bin schwuler, kein richtiger Mann. Und bei der Transition zeige ich halt, ey, wenn ich Bock drauf habe, dann trage ich meine Augenbrauen so. Wenn ich Bock drauf habe, Make-up zu tragen, dann trage ich Make-up. Und das spiegelt mich einfach auch so gut wider, weil ich mache in meinem Leben eigentlich alles das, was mich glücklich macht und nicht andere, sondern mich selbst. Und das wollte ich jetzt auch in dem Video so zeigen. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.